Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juni weiter gedrosselt. Industrie-, Bau- und Energieversorger stellten zusammen 1,5% weniger her als im Mai, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Fachleute hatten mit einem geringeren Minus gerechnet. Sie gehen auch für die kommenden Monate von einer eher schwachen Entwicklung aus. Angesichts der schlechten Konjunktur wächst die Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Etwa 350 Tonnen Spezialglas produzieren sie hier bei GMB im brandenburgischen Czernitz pro Tag. Glas für Solaranlagen und große Treibhäuser. Die Auftragslage sei gut, doch ihnen mache die Konkurrenz aus Asien zu schaffen, die mit staatlichen Subventionen die Weltmarktpreise drückt. Die Bundesregierung muss eine deutliche, klare Linie der Förderanlagen, der Förderprogramme geben, ihrer Energiepolitik festlegen, die auch wirklich Bestand hat und auch konkret ist. Und auf der anderen Seite müssen wir den asiatischen Markt im Prinzip entsprechend blockieren, beziehungsweise die europäische Wirtschaft oder europäischen Hersteller sichern. Die Wirtschaftslage insgesamt gerade schwierig. Die Exporte liefen nicht gut, hohe Zinsen und Inflation bremsten Investitionen und Konsum. Die Industrieproduktion gehe zurück, sagen Wirtschaftsforscher. Und doch, kurzfristige Konjunkturprogramme seien jetzt das falsche Mittel. Viele deutsche Unternehmen sind nicht gut aufgestellt in Bezug auf Klimaschutz, auf Digitalisierung, auf neue Technologien. Und das erfordert ganz strukturelle Veränderungen, bessere Rahmenbedingungen für Investitionen. Und deshalb sollte die Bundesregierung kein Konjunkturprogramm auflegen, sondern ein Transformationsprogramm, das eben den Schwerpunkt auf Investitionen, Entbürokratisierung und Stärkung der Sozialsysteme hat. Bei Helmer Materials in Jena haben sie ganz andere Sorgen. Das Unternehmen züchtet synthetische Kristalle für die Mikrochip-Industrie. Das ist energieintensiv. Wegen Stromausfällen hatten sie schon Fehlproduktionen. Der Gesamtschaden ging in den sechsstelligen Bereich. Darum bauen sie ihr neues Werk nun in Schweden. Dort gäbe es ausreichend Energie aus Wasser und Atomkraft. Die Rahmenbedingungen für energieintensive Unternehmen haben sich in diesem Land substanziell verschlechtert. Wir wollen nicht von Subventionen abhängen, brauchen eine stabile Energieversorgung zu vernünftigen Preisen. Die Entscheidung für Schweden ist für ihn gefallen. Seinen Standort Jena will er trotzdem erstmal weiterlaufen lassen.